La. Hey Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich wünsche euch allen erstmal einen wunderschönen ersten Advent. Wenn ihr das Video seht, ist ja natürlich schon der erste Advent. Und natürlich eine schöne Weihnachtszeit. Ich hoffe, ihr lasst euch nicht zu sehr stressen und ihr nehmt euch die Zeit, einfach auch die Weihnachtszeit zu genießen. Meistens ist es ja doch ein bisschen stressig, aber ich finde, man sollte sich einfach zwischendurch immer mal ein bisschen Zeit nehmen und einfach auch glücklich sein, dankbar sein. Es klingt jetzt abgedroschen, ich weiß, aber ich finde, gerade zu Weihnachten sollte man sich das immer noch umso mehr bewusst machen, wie gut es uns eigentlich geht. Nicht allen Menschen geht es so gut, das weiß jeder von uns. Deshalb sollte man einfach sich nicht stressen lassen von irgendwelchen Kleinigkeiten, Geschenke kaufen und so weiter. Das ist doch alles gar nicht wichtig. Das Wichtigste ist, dass man mit seinen Lieben die Zeit verbringt und dass man die Zeit genießt und glücklich ist und dankbar ist. Das wollte ich jetzt nur vorweg mal sagen. Einfach auch, um mich immer wieder daran zu erinnern, dass es echt eine schöne Zeit ist, die Weihnachtszeit, und dass man sich da einfach nicht stressen lässt. Ja, ich habe euch ja erzählt, letzte Woche, ich war bei Primark und habe relativ viel eingekauft. Also wenn ihr die normalen Sachen sehen wollt von Primark, ich verlinke euch das in die Infobox. Heute gibt es aber endlich den Christmas Haul. Alles Sachen, die ich bei Primark gekauft habe, alles Weihnachtssachen, also ich denke, es sind auch viele Geschenkideen mit dabei. Gerade wenn ihr irgendwas sucht, was jetzt nicht so teuer ist, zum Wichteln, ein paar Kleinigkeiten, da ist auf jeden Fall was für euch mit dabei. Deshalb hoffe ich, dass ihr da Lust drauf habt und euch genauso sehr auf Weihnachten freut wie ich. Dann bleibt doch dran, bis gleich. Fangen wir am besten gleich mal an mit dem Pullover, den ich anhabe. Ihr habt es ja im Intro schon gesehen. Ich stehe mal gerade auf, dass ihr ihn besser sehen könnt. Und zwar ist das dieser süße Rentierpullover mit diesem kleinen Rudolf hier drauf. Der hat noch so eine Bommelnase hier vorne. Das finde ich total süß. Ja, der ist auch nicht zu crazy weihnachtlich, finde ich. Es gibt ja da ziemlich viele Weihnachtspullover, aber es muss ja auch noch ein bisschen tragbar sein. Also ich gehe auf jeden Fall so auch zur Arbeit in der Weihnachtszeit und auch unter Menschen, und den finde ich echt mega süß und nicht ganz so krass auffällig. Der hat gekostet, ihr wisst ja, was mir passiert ist in Köln, dass mir alles auf der Straße gelandet ist von meinen Einkäufen, deshalb kein Kassenzettel. Ich meine, er hat 15 Euro gekostet. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber sowas um den Dreh. Dann geht es weiter mit etwas total Süßem. Ich muss es euch gleich zeigen. Und zwar ist das diese Leggings. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Es sind halt wirklich kleine Lebkuchenmänner drauf. Ich habe gedacht, ich drehe durch, als ich die gesehen habe, ganz ehrlich. Die ist dunkelblau und hat diese kleinen Lebkuchenmänner drauf. Also echt mega süß. Und es ist so eine Strickleggings mit hier unten so kleine Bündchen. Ja, ich trage die halt eher zu Hause jetzt so, um in Weihnachtsstimmung zu kommen. Aber wenn ihr ganz mutig seid, könntet ihr natürlich auch mit einem langen Pullover irgendwie auch außerhalb von eurer Wohnung tragen. Wieso nicht? Mit Ugg-Boots oder so, finde ich, ist eigentlich auch ganz süß. Die hat gekostet übrigens 12 Euro. Ja, und weil ich sie so süß fand, habe ich gleich noch eine davon gekauft. Und zwar ist das die hier auch aus Strick. Und da sind so süße kleine Schneemänner drauf. Auch mega niedlich. Schneemänner, kleine Schneeflocken. Ist genau die gleiche von der Qualität her wie die blaue. Hat auch 12 Euro gekostet. Und finde ich halt echt mega süß, so auch als Schlafanzug. Also die ist auch echt richtig schön kuschelig weich. Ist jetzt nicht so ein kratziger Strick, sondern echt so ein richtig schöner weicher Strick. Und ja, mit so einem süßen Weihnachtspullover noch oben drüber. Gibt's was Schöneres, als so auf der Couch zu sitzen und Plätzchen zu essen? Ich glaube nicht. Ja, dann bleiben wir doch bei den Weihnachtspyjamas, weil es gerade so schön ist. Ich habe mir doch diese Schlafanzughose geholt. Die ist so Candy Cane Style, rot-weiß gestreift. Das finde ich auch total niedlich. Und dann ist hier neben so eine süße kleine Bulldogge drauf. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Und ein Hashtag mit Elfie anstatt Selfie. Das finde ich natürlich mega süß. Und die hat auch noch so ein kleines Weihnachtskostümchen an, hier die Bulldogge, also richtig cool. Hat auch gekostet 12 Euro. Und als nächstes habe ich einen richtig coolen Weihnachtspullover. Der ist ein bisschen zerknautscht, weil ich ihn gerade aus der Wäsche geholt habe. Ich habe ihn nämlich schon ziemlich oft angehabt, und zwar ist das der hier. Steht drauf Merry Christmas, ja, Filthy Animal, und unten noch Home Alone. Also wenn ihr meine Generation seid, dann seid ihr wahrscheinlich auch Kevin allein zu Hause Fans. Wenn ihr ein bisschen jünger seid, werdet ihr sagen,
Was ist das? Keine Ahnung. Also der ultimative Weihnachtsfilm. Wer schaut nicht an Weihnachten Kevin allein zu Hause? Kevin allein in New York. Deshalb fand ich den richtig cool, den Pulli. Ich bin auch hier leider wieder mal nicht ganz sicher, was er gekostet hat. Irgendwas zwischen 12 und 15 Euro. Ich glaube eher 12 Euro. Ja, aber es darf noch nicht fehlen. Weihnachtssocken natürlich. Da habe ich mich auch eingedeckt. Und zwar sind das die hier. Das ist so ein Doppelpack, die sind mit kleinen Weihnachtsmännern drauf und die haben hier unten so Schneeflocken drauf und die sind so gummiert. Was für Leute wie mich total super ist, weil ich laufe zu Hause entweder barfuß oder nur mit Socken rum. Deshalb ist es echt super, dann rutscht man da nicht so rum. Eigentlich kenne ich das nur für Kinder, gibt es sowas immer, ne? Also für Erwachsene eigentlich auch ganz praktisch. Und das ist einmal die Variante und dann gibt es noch die mit dem großen Nikolaus drauf. Also die kommen zusammen im Doppelset und kosten 3 Euro. Also auch wenn ihr jetzt sagt, ich bin jetzt nicht so crazy drauf und möchte jetzt nicht so einen Weihnachtspullover tragen, dann könnt ihr trotzdem was Weihnachtliches anziehen, was sonst kein anderer weiß außer ihr. Mein Kopfschmuck übrigens ist nicht von Primark. Also falls ihr euch fragt, ob es das da gerade gibt, die haben total viele solche Rentiergeweihe und Nikolausmützchen und so. Das habe ich jetzt nicht gekauft, weil das ist einfach meine Weihnachtstradition. Der ist von Feiermeier. Ich weiß gar nicht, ob es das außerhalb von München überhaupt gibt. Das ist so ein Partyausstatter. Also da kann man die kaufen. Und ich habe den schon seit Jahren und ich trage den traditionell jedes Jahr an Weihnachten an Nikolaus. Ich trage den sogar bei der Arbeit, wenn ich an Weihnachten arbeiten muss. Also deshalb konnte ich heute auf den natürlich nicht verzichten. Dann habe ich mir noch geholt richtig süße Weihnachtsmann-Ohrringe. Die muss ich euch auf jeden Fall gleich mal nahe zeigen. Die finde ich total niedlich. Einfach so eine süße Kleinigkeit jetzt für Weihnachten. Wie gesagt, genauso wie mit den Socken, wenn ihr sagt, ich mag es nicht ganz so crazy, ich mag nicht mit so einem lächerlichen Rentiergeweih durch die Gegend laufen, aber ein bisschen was Weihnachtliches, dann finde ich die Ohrringe echt total süß. Die kosten nur 1,50, also finde ich es auch wieder ein super süßes Geschenk, wenn man jemand einfach eine kleine Freude machen will, eine schöne Karte dazu und die Ohrringe. Da hat man nicht viel Geld ausgegeben und jemand freut sich, glaube ich, total über so eine nette Geste einfach. Und darum geht es ja auch an Weihnachten. Es geht ja nicht darum, möglichst viel Geld auszugeben, sondern einfach Menschen glücklich zu machen und Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Oh, das nächste, davon bin ich total begeistert. Das sind nämlich diese drei Süßen hier. Ich zeige euch die auch gleich mal nach. Und zwar sind das Weihnachtsdüfte. Oh mein Gott, ich habe nicht gewusst, dass sowas überhaupt existiert. Aber es gibt sie tatsächlich, Weihnachtsdüfte. Jetzt habe ich vermutet, okay, das klingt alles ganz gut, riecht wahrscheinlich furchtbar und künstlich. Überhaupt nicht. Ich habe euch ja in meinem letzten Haul schon gesagt, dass ich so begeistert von diesem Parfum von Primark war. Also so ging es mir jetzt mit den Weihnachtsdüften auf. Das sind keine Eau de Parfum. Das ist einfach so ein Bodyspray und das ist dieser kleine Dreierpack. Kostet 5,50 Euro. Ist der Preis zum Glück noch dran. Und zwar gibt es diese drei Varianten. Es gibt einmal Sugar Plum. Der riecht schon natürlich, wie der Name sagt, sehr süß, aber jetzt nicht irgendwie eklig künstlich. Also wenn ihr jetzt sagt, ihr mögt gerne so süßliche Düfte, dann ist es auf jeden Fall, glaube ich, was für euch. Also ich mag den sehr, sehr gerne. Dann, was auch mega gut riecht, ist der hier, Warm Vanilla Sugar. Hallo. Er riecht ja natürlich nach Vanille, aber er riecht auch echt so wie diese Duftkerzen, die ich euch mal gezeigt habe von DM. Diese Honigkuchen, also so nach Sahne, Karamell irgendwie. Also richtig lecker. Und wie gesagt, jetzt nicht so abartig, dass man denkt so, bist du irgendwie in ein Gummibärchen fast gesprungen. Also wenn ihr das dezent auftragt, finde ich, ist das absolut ein Duft, den man tragen kann. Ein echt ein total cooler, weihnachtlicher Duft. Also ich trage die schon die ganze Zeit und bin total oft schon angesprochen worden, was ich denn da für einen Duft drauf habe. Ich sehe Weihnachtsdüfte vom Primark. Und jetzt kommt mein absoluter Favorite. Den habe ich euch ja auch schon bei Instagram gepostet. Und zwar ist das Cinnamon Caramel. Oh mein Gott, Leute. Es riecht so gut. Ich bin ein riesen Zimt-Fan. Sowieso. Und ich habe noch nie einmal vorgefunden, was nach Zimt riecht. Und der riecht auch wieder nicht so extrem, ganz leicht nach Zimt, also jetzt nicht so, als hättet ihr irgendwie Kekse gebacken, sondern echt nur ganz leicht nach Zimt und ganz leicht nach Karamell. Also ich finde die richtig, richtig gut, alle drei. Ich kann die euch sehr empfehlen. Ja, dann habe ich noch mitgenommen diese süßen Servietten. Ich meine, Servietten kann man ja auch immer gebrauchen, wenn man jetzt schön Kaffee, Kuchen, Plätzchen macht, ne? Wenn man da irgendwie Gäste da hat oder auch zu Weihnachten, fürs Weihnachtsdinner, finde ich das natürlich auch schön, den Tisch schön zu decken. Und die sind total niedlich mit kleinen Lebkuchenmännern und Nikoläusen und einem kleinen Schneemann, also richtig süß, haben gekostet. Oh, da steht der Preis noch dran, zum Glück 1,50 Euro. Ja, Leute, dann
dann kommen wir jetzt noch zu meiner Lieblingskategorie, den Duftkerzen. Natürlich habe ich auch fleißig Duftkerzen gekauft, wobei ich habe mich eher noch ein bisschen zurückgehalten, weil ich natürlich das alles auch irgendwie noch in den Koffer bringen musste und hatte ein bisschen Angst, dass es kaputt geht. Deshalb habe ich mir jetzt nur 4 mitgenommen. Aber wir fangen jetzt einfach mal an. Das ist mein absoluter Favorit und die habe ich auch schon hergenommen. Und zwar ist das die Variante Snowdrop. Ich finde, die sehen halt auch mega schön aus, wenn man die so irgendwo hin dekoriert. Und der riecht wirklich richtig gut. Also das ist mein absoluter Lieblingsduft von den allen. Snowdrop, ich bin jetzt nicht ganz sicher, was es irgendwie, wonach es riechen sollte. Für mich riecht es ein bisschen nach Apfelstrudel. Es hat überhaupt nichts mit Snowdrop zu tun. Aber es riecht, ja, einfach nach Vanille, glaube ich. Ja, Vanille und Apfel. Also weihnachtlich, winterlich auf jeden Fall, finde ich, riecht es echt wie so ein leckerer Apfelstrudel. Und kann man auch immer wieder schön zumachen, wenn man die gerade nicht benutzt. Finde ich richtig süß. Ihr könnt die sogar aufhängen, wenn die irgendwo schön hinhängen wollt, hier an so ein Fenster oder so. Das finde ich auch super niedlich. Die kosten 4 Euro. Dann habe ich noch eine und zwar ist es diese hier. Das ist die Variante Frosted Snowflake. Und die kostet 5 Euro, ein bisschen mehr, weil die einfach, glaube ich, hier dieses Deko Schneeflöckchen noch dran hat und die sieht echt auch super hübsch aus, finde ich schon alleine, wenn man die so hinstellt, ist die schon richtig cool. Und die riecht ein bisschen, wie soll man sagen, nicht ganz so schwer wie die andere. Also die riecht ein bisschen frischer, so fast so wie diese, es gibt von den Yankee Candles so eine, die heißt irgendwie Fresh Cotton oder so. Also die riecht echt so ein bisschen wie frisch gewaschene Wäsche. Jetzt nicht sonderlich weihnachtlich, also die kann man eigentlich auch das ganze Jahr hernehmen. Aber die Wohnung riecht so richtig frisch einfach danach und so richtig lecker, als wäre jemand gerade frisch aus der Dusche gekommen oder hätte Wäsche gewaschen. Also so riecht sie super lecker und halt auch eine echt schöne Verpackung. Und das finde ich ist doch auch ein tolles Geschenk. Also ich würde mich so sehr freuen, wenn ich so eine Duftkerze kriegen würde zu Weihnachten. Richtig süß. Dann habe ich noch eine, die habe ich eher nach der Optik gekauft, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Und zwar ist es die Variante Christmas Spice. Das finde ich von den ganzen, die ich gekauft habe, die Variante, die am wenigsten lecker riecht. Also sie riecht jetzt nicht schlecht, also um Gottes Willen, sonst hätte ich sie nicht gekauft. Aber ich fand halt echt diese Verpackung so mega süß mit dem kleinen Nikolaus drauf. Aber ich kann gar nicht so richtig sagen, sie riecht so ein bisschen nach Tannennadeln. Also es kommt drauf an, ob man das halt irgendwie mag. Ich mag halt sehr gern diese süßen und schweren Düfte zu Weihnachten. Und die riecht, ja, nicht nach besonders viel, um ehrlich zu sein. Also die riecht jetzt nicht so stark. Ich kann das schwer beschreiben. Das ist natürlich immer schwierig, ne, mit solchen Kerzen. Da hat ja auch jeder einen anderen Geschmack. Also geht einfach mal hin und riecht mal da dran. Die haben ja 1000 verschiedene Kerzen. Aber ich finde trotzdem auch allein so zum Hinstellen sieht die mega süß aus. Und ich werde sie auf jeden Fall anzünden. Also so schlecht riecht sie jetzt nicht. Und dann habe ich noch so eine süße kleine mitgenommen. Da habe ich mich geärgert, dass ich nicht mehr davon genommen habe, weil die riecht auch mega gut. Und die kosten halt echt nur 1 Euro. Das finde ich ja richtig cool. Und zwar ist das Cinnamon Maple. Und die riecht absolut nach gebrannten Mandeln. Oh, so lecker. Also, wenn ihr den Duft mögt von gebrannten Mandeln, dann ist das auf jeden Fall was für euch. Also, die finde ich richtig gut. Ich habe mich noch nicht getraut, die anzumachen, weil die so klein ist und wahrscheinlich super schnell runtergebrannt sein wird. Aber da hätte ich echt mehr davon nehmen sollen. Von den kleinen gibt es auch 1000 Varianten und echt für 1 Euro finde ich super günstig. Und auch total schön wieder als Geschenk. Einfach so eine kleine Kerze und vielleicht noch irgendwie so ein paar Söckchen oder so mit dazu. Hat man doch echt ein total schönes Geschenk. Also die finde ich auch richtig cool. Kann ich euch nur empfehlen. Dann habe ich noch was gekauft und zwar sind das hier hinter mir. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das sind so diese kleinen Schneeflöckchen. Die werde ich euch nächsten Sonntag nochmal näher zeigen. Nächsten Sonntag kommt nämlich meine Weihnachts-Home-Tour online. Und da werde ich euch ein bisschen mitnehmen durch meine Wohnung und zeigen, was ich da so weihnachtlich dekoriert habe, wie ich das so alles gemacht habe. Und da werde ich euch die auch nochmal näher zeigen. Die sind nämlich richtig cool. Die sind so gefrostet, also mit so einem weißen Glitter drauf und die sehen so richtig aus, als wäre da Schnee drauf. Gibt es in so einem 9er-Pack, kostet die, glaube ich, 2,50 Euro. Und die haben oben auch schon so einen Aufhänger mit dran. Ich habe jetzt da einfach so eine durchsichtige Angelschnur
mit drum gemacht. Nennt man das Angelschnur? Ja, ihr wisst, was ich meine, so eine Nylonschnur halt, damit das so aussieht, als würde das schweben. Und habe die in meinem Wohnzimmer und hier einfach überall aufgehängt, dass das so süße kleine Schneeflocken einfach da vor den Fenstern hängen. Ja, Leute, und das war der weihnachtliche Primer Call. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat und dass ich euch, falls ihr es noch nicht wart, ein bisschen in Weihnachtsstimmung bringen konnte mit meinem ganzen Kitsch. Wie gesagt, ich werde so eine kleine Serie jetzt daraus machen, also nächsten Sonntag, am 2. Adventssonntag, wird dann meine Home-Deko-Tour online kommen und ich habe schon geplant, bis Weihnachten immer wieder mal so kleine Weihnachtsspecials zu machen. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, ob ihr da Lust drauf habt, ob ihr euch das gefällt. Da würde ich mich freuen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich auch wie immer über ein Däumchen nach oben oder ein Abo, ganz klar. Und dann hoffe ich, dass wir uns ganz bald wiedersehen. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Ciao, ciao.